Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die ausländische Gruppe, von der die Rede war, hatte Kontakt zu in Bremen lebenden Verdächtigen, die vorher versucht hätten, die salafistische Szene in Bremen mit 60 Maschinenpistolen zu bewaffnen oder gar bewaffnet hätte. Ein massiver Polizeieinsatz mit schwer bewaffneten Beamtinnen und Beamten der Polizei in der Innenstadt und an der jüdischen Gemeinde ist am Samstag erfolgt. Ebenfalls am Samstagabend wurde dann das islamische Kulturzentrum am Breiten Weg durchsucht. Das Ergebnis ist bekannt, gefunden wurde nichts und es wurde auch niemand gefunden. Der Innensenator Herr Meurer stellte sich trotzdem vor die Presse und verkündete, dass er stolz sei auf diesen Einsatz, auf diesen gelungenen Einsatz, wie er sagte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dabei blieb es nicht. Scheibchenweise und in Salamitaktik wurde im geheimen Gremium der Bürgerschaft, der Parlamentarischen Kontrollkommission, in mehreren Sitzungen eine ganze Serie von Pannen präsentiert. Immer wieder wurden vorher gemachte Aussagen revidiert und später wurden strukturelle Fehler der Ermittlungsbehörden eingeräumt. So musste man sich beispielsweise bei einer Familie aus Bremerhaven entschuldigen, die man fälschlicherweise in Gewahrsam genommen hatte, weil man ein falsches Kennzeichen in den Polizeidatenbanken abgefragt hatte. Oder man musste zugeben, dass das islamische Kulturzentrum stundenlang nicht unter polizeilicher Beobachtung stand, bevor man es anschließend abends durchsuchte. Bei den beiden anschließend erfolgten Hausdurchsuchungen der beiden Bremer Verdächtigen kam es auch zu einer Reihe von Pannen und außerdem kam es zu zahlreichen Fehlern im Zusammenspiel verschiedener Sicherheitsbehörden. Ein Sondermittler, den Herr Meurer eingesetzt hatte, Herr Klein, bestätigte die Probleme und er stellte ein Gutachten über den Einsatz, was der Öffentlichkeit nur zum Teil zugeleitet wurde und auch zum Teil nur zugeleitet werden konnte, weil es unter dem Geheimschutz stand. Im Juli erklärte dann das Landgericht Bremen die Hausdurchsuchung des Islamischen Kulturzentrums, kurz IKZ, und den dazugehörigen Durchsuchungsbeschluss für rechtswidrig. Man habe das IKZ, Zitat aus dem Gerichtsbeschluss, quasi auf Zuruf durchsucht. Das Landgericht stellte fest, dass die Durchsuchung ohne nachprüfbare Informationen erfolgt sei. In einer Dokumentation von Radio Bremen gab dann sogar der Bundesinnenminister de Maizière zu, dass es massive Fehler im Einsatz gegeben hat und unter anderem habe die Informationsweitergabe zwischen verschiedenen Sicherheitsbehörden an dem Wochenende nicht funktioniert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, all das ist bereits bekannt. Warum beantragen wir heute trotzdem einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss? Es hat mehrere Gründe, denn nach wie vor sind viele entscheidende Fragen offen und konnten in den Sitzungen der geheimtagenden Kontrollgremien der Bürgerschaft auch bisher nicht hinreichend geklärt werden. Was sind eigentlich die genauen Gründe für Pannen und Fehler? Welche strukturellen Probleme gibt es bei den Bremer Sicherheitsbehörden und bei der Kooperation mit Behörden anderer Bundesländer und des Bundes? Vor allen Dingen der letzte Teil dieser Frage interessiert uns. Wie konnte es sein, dass Leute vom BKA oder vom BND, wie bei Spiegel Online gleich am 1. März zu lesen war, dass es einen Tipp einer Bundesbehörde gegeben hat und diese Behörden sich dann anschließend, beziehungsweise BKA und BND anschließend erstmal hektisch in Bremen nachgefragt haben, ob man selber damit gemeint war? Auch wenn die Pannen und die strukturellen Fehler inzwischen öffentlich durch die Polizei eingeräumt wurden, müssen wir uns fragen, wie wir diese Fehler zukünftig abstellen und sicherstellen, dass derartige Probleme nie wieder vorkommen. Zweiter Teil, der uns brennend interessiert, ist, welche Gründe gab es für die gravierenden Fehlinformationen, die Staatsanwaltschaft, Polizei und der Innensenator an Öffentlichkeit und Parlament weitergegeben haben. Und wie können wir für die Zukunft eine deutlich verbesserte, transparentere Informationspolitik sicherstellen, auch wenn es Belange betrifft, die dem Geheimschutz unterliegen? Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss man auch mal sagen, außer der Polizei hat sich bislang keiner der Verantwortlichen von diesem Wochenende selbstkritisch geäußert und zugegeben, dass es zukünftig Änderungsbedarf gibt. Wir werden auch in diesem Untersuchungsausschuss über bessere künftige Formen der parlamentarischen Kontrolle reden müssen. Wie kam es zu dem rechtswidrigen Durchsuchungsbeschluss für das IKZ? Das ist der dritte große Fragenkomplex. Und hier muss dringend geklärt werden, wer, wann, bei wem auf die Durchsuchung hingewirkt hat
und an welcher Stelle der Senat, insbesondere der Innensenator, an diesen Planungen beteiligt war. Auch eine unklare Sicherheits- und Gefährdungslage rechtfertigt nämlich nicht, Kollege Tschöpe, die Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien. Zusammenfassend soll dieser Ausschuss klären, welche Standards und Strukturen die Behörden brauchen, damit ein chaotischer und äußerst fehlerhafter Einsatz nicht noch einmal vorkommt. Und das schulden wir nicht nur uns, sondern das schulden wir auch der Öffentlichkeit aus zwei Gründen. Der Antiterroreinsatz und die Informationspolitik von Senator Meurer haben, das kann man wohl laut sagen, zu einer Verunsicherung geführt. Und in den Medien gibt es da zwei zugespitzte und zwei gegenläufige zugespitzte Thesen. Die erste These wirft Senator Meurer eine übertriebene Aktion zwei Monate vor der Wahl vor, um sich als zupackender und tatkräftiger Innensenator in Szene zu setzen. Die andere These lautet sinngemäß, die Sicherheitsbehörden hätten eine tatsächliche Bedrohung durch 4 Terroristen und 60 Maschinenpistolen kaum in den Griff bekommen. Bedingt abwehrbereit hieß dann auch eine Dokumentation, die in der ARD gezeigt wurde. Und diese zwei Thesen, die ich hier Ihnen erläutert habe, die kommen nicht von mir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie standen und sie stehen aber in den lokalen und überregionalen Zeitungen. Und diese Thesen wurden und werden natürlich auch von der Bevölkerung als verunsichert empfunden. Insbesondere deswegen, weil die Aussage des Innensenators, ja, wir haben keine Waffen gefunden und das ist auch gut so, kann ich meinen Nachbarn bis heute nicht erklären, was daran gut so sein soll. Das ist einfach nicht einleuchtend. Entweder es gibt eine Bedrohung und man kriegt sie in den Griff, oder es gibt keine Bedrohung, dann muss man sich fragen, war dieser Einsatz in dieser Form gerechtfertigt? Und diese beiden Thesen, die aufgestellt wurden, das eine, es war ein übertriebener Einsatz, weil ein Innensenator sich gerne in den überregionalen Medien gesehen hat. Und die andere, Bremen würde so ein Problem nicht in den Griff bekommen, heißt jede für sich nichts Gutes, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und allein an diesen beiden Thesen, die hier aufgestellt worden sind, zeigt sich, dass es ein öffentliches Interesse an einer konsequenten Aufarbeitung dieses Einsatzes gibt. Kolleginnen und Kollegen, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss wird diese Fragestellungen bearbeiten und dafür die Beteiligten befragen und die Akten systematisch überprüfen. Und wir können im Untersuchungsausschuss auch Antworten und Aussagen bekommen, die uns bisher von einigen Verantwortlichen schlichtweg verweigert worden sind, beziehungsweise die sehr schmallippig und ausweichend geantwortet haben. Wir können uns die Akten in der gebotenen Form angucken. Wir konnten bislang nicht Notizen machen, weil wir sie einfach in einem Gremium eingesehen haben, was dafür nicht vorgesehen war. Das heißt, wir können bei den Befragungen der Zeugen auch tatsächlich nicht nur aus der Erinnerung auf Akteninhalte zurückgreifen und mögliche Widersprüche, die wir sehen oder gesehen haben, sondern auch gezielt darauf hinweisen. Das sind alles Mittel, die ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat, die bisherige Aufarbeitung nicht hatte. Und die Aufarbeitung, so wie wir sie bislang vorgenommen haben, innerhalb der Parlamentarischen Kontrollkommission und in der nicht öffentlichen Sitzung des Rechtsausschusses, wurden hier in der Öffentlichkeit auch schon mal gerne als Untersuchungsausschuss für Kassenpatienten bezeichnet. Schon allein das zeigt, wie unseriös diese Art der Aufarbeitung war. Ich möchte kurz auf einige Einwände eingehen, die voraussichtlich gegen die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses erhoben werden könnten. Erstens, alle Fraktionsvorsitzenden, so wurde es hier schon kolportiert, hätten bei der Aufklärung in einer der letzten Sitzungen vor der Wahl angeblich für beendet erklärt. Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist definitiv nicht der Fall. Und Fakt ist, wir haben als Parlamentarische Kontrollkommission gemeinsam formuliert, dass im Anschluss an eine Quellmeldung von einer plausiblen Terrorgefahr ausgegangen werden musste. Dass es nach dem damaligen Kenntnisstand einen plausiblen Anlass gegeben hatte, sagt aber gar nichts, auch wirklich gar nichts über die Art und Weise des Antiterror-Großeinsatzes und die damit bekannt gewordenen Probleme. Und, um das auch nochmal hier zu sagen, sowohl der Kollege Röwekamp als auch ich haben am 24. April nach der letzten Sitzung öffentlich gesagt, dass wir mit der Aufarbeitung und der Auswertung der bisherigen Ergebnisse nicht zufrieden sind und dass die Aufarbeitung des Einsatzes weitergehen muss, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ansonsten gibt es noch drei Gründe, die dafür sprechen. Ich mache es aber kurz, weil der Präsident mich hier schon abgeklingelt hat. Ich möchte nur auf zwei Sachen noch mal kurz eingehen, auf eine zumindest. Es wurde schon mal vorgebracht, dass sich die Politik, also die Bürgerschaft, nicht in die Fragen einzumischen habe, weil Justiz und Exekutive unabhängig sein sollten. Ich glaube, niemand aus der Bürgerschaft hat sich beispielsweise angemaßt, anstelle des Landgerichts über den Durchsuchungsbeschluss zu urteilen. Was uns allerdings sehr wohl erlaubt ist, ist, diesen Gerichtsbeschluss zur Kenntnis zu nehmen, ihn zu interpretieren. Und wir glauben, dass dieser Gerichtsbeschluss und die Hausdurchsuchung des IKZ, der für rechtswidrig erklärt worden ist, einer von vielen Puzzleteilen ist, der in eine parlamentarische Aufarbeitung der vielen Fehler nötig macht und auch nötig gemacht hat. Ich danke Ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Röwekamp, mit dubios meinte ich nicht die Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission, auch wenn ich hier vielleicht in der politischen Debatte mal das ein oder andere dubios finde, was hier von uns geäußert wird oder zwischen uns, sondern ich meinte die Art der Aufklärung. Und das ist ja, und da waren wir uns ja auch, wenn Sie mir zuhören würden, vorher einig, dass diese Art der Aufklärung, die wir uns da leisten mussten, weil wir kurz vor Abschluss einer Legislaturperiode war und es gar keinen Sinn gemacht hätte, noch einen Untersuchungsausschuss einzuleiten, der irgendwie in dem Moment, wo die Geheimschutzüberprüfung oder die Sicherheitsüberprüfung und die Akten da gewesen wären, die Legislatur beendet gewesen wäre, haben wir uns ja auf diese Hilfskonstruktion eingelassen, in der Parlamentarischen Kontrollkommission hilfsweise dem Rechtsausschuss in geheimer Sitzung oder vertraulicher Sitzung zu versuchen, diese Angelegenheiten des Wochenendes aufzuarbeiten. Und das hatte einfach mehrere Gründe, warum das nicht gut geglückt ist. Und deswegen habe ich vorhin davon gesprochen, dass es dubios war. Die Art der Kontrolle war einfach nicht gewährleistet. Es war einfach nicht möglich, zum Beispiel bestimmte Zeugen in diesem parlamentarischen Kontrollgremium, was wie gesagt für die parlamentarische Kontrolle des Landesamtes für Verfassungsschutz zuständig ist, tatsächlich auch so zu vernehmen, wie man es eigentlich hätte machen müssen, weil sie wären in diesem Ausschuss zum Teil auch gar nicht richtig aussageberechtigt gewesen wären. Das andere ist, dass wir in der Rechtsausschusssitzung, und da kommen wir zu dem Kern, weshalb ich am 24.04. nach der abschließenden Sitzung gesagt habe, die Aufarbeitung ist für mich überhaupt nicht beendet, sondern wir müssen natürlich gucken, wie wir in der neuen Legislatur damit weiter umgehen. Da kommen wir zum Kern. In dieser internen Sitzung des Rechtsausschusses hatten wir natürlich den leitenden Oberstaatsanwalt. Und dieser Durchsuchungsbeschluss, der war ja vorher bekannt, weil er durch den Vorsitzenden des IKZ verteilt worden ist, der war von Anfang an juristisch fragwürdig und ist von mehreren Fraktionsvorsitzenden auch als solchen bezeichnet worden, zumindest von mir und, wenn ich mich erinnere, auch irgendwie von der CDU. Wenn ich da natürlich versuche, auf die Widersprüche, auch die ich nach Aktenlage habe, in einer internen Sitzung den leitenden Staatsanwalt darauf festzunageln und er da einfach nur schmallippig sitzt, weil ich überhaupt gar kein Instrument habe, ihn zu einer Aussage zu bewegen, dann ist es natürlich klar, dass ich sagen muss, diese Art der Kontrolle und der parlamentarischen Aufarbeitung ohne Mittel, sie tatsächlich auch die Zeugen zu vernehmen und zu Aussagen bewegen zu können. Zum Teil, wie gesagt, war es sogar so, dass es Gremien waren, in denen sie gar nicht richtig aussagen durften. Dann muss man einfach sagen, nein, es hat nicht ausgereicht. Das geht überhaupt nicht darum, dass man nicht hätte hier vielleicht ein anderes Gremium finden können, aber uns ist allen vier Fraktionsvorsitzenden auch in der Kürze der Zeit damals nichts Adäquates eingefallen. Deswegen haben wir uns ja auch mit diesen Hilfskonstruktionen überbrückt. Aber wie gesagt, zur Aufklärung hat es nicht umfassend beigetragen. Kommen wir zu den anderen Sachen, die hier aufgeworfen sind. Und nebenbei, Herr Tschöpe, Kassenpatienten heißt einfach nur in dem Zusammenhang, und deswegen, der Spruch kommt ja nicht von mir, ich habe ihn zitiert, dass diese Art der Kontrolle eben halt auch nur eingeschränkte Leistungen vorgesehen hat. Und so war es eben. Und ein Untersuchungsausschuss ist da schon das geeignete Instrument. Das hatte die CDU ja schon relativ früh gefordert. Ich habe es erst gefordert nach Abschluss der letzten Sitzung, als ich gemerkt habe, wir kamen in den entscheidenden Fragen nicht vom Fleck. Die Sachen, die hier eben noch aufgeworfen sind. Einflussnahme des Innensenators. Ja, Herr Tschöpe, natürlich. Herr Meurer hat das stets betont, er wollte da rein. Die Frage ist nur, aus welchen Gründen? Waren es Gründe, die dem Einsatzgeschehen zuträglich waren oder im Sinne des Einsatzgeschehens gelaufen sind? Oder hatte es tatsächlich was damit zu tun, dass er sich wirklich gerne als zupackender Senator, und da war der Wahltermin irgendwie zwei Monate später, mit Sicherheit nicht hinderlich darstellen wollte? Und ist es deswegen dazu gekommen, dass Abläufe falsch gelaufen sind, weil es eine politisch motivierte Einflussnahme war?
Und das müssen wir schon hinterfragen können, weil im Endeffekt, und da kommen wir zu dem Freispruch für das IKZ, Herr Fecker, wir haben hier, zumindest die Fraktionen, die hier sind, uns in den vier vergangenen Jahren oft genug mit dem Salafismus auseinandergesetzt. Ich weiß, dass alle der in der letzten Legislatur hier in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen auch voll hinter der Vereinschließung des Kultur- und Familienzentrums standen. Herr Hinners und ich haben nur angemerkt, dass es bei dem Verbot und der Schließung nicht bleiben darf, weil es sonst andere Probleme hervorruft, wenn die Leute nämlich abtauchen und im Geheimen weitermachen. Wir haben uns hier auch eindeutig zum IKZ und der dort teilweise vorhandenen wie Predigten und Strukturen, die da sind, geläufert. Wir haben hier als Fraktion, als Linksfraktion noch oft genug gesagt, wir brauchen andere präventive Mittel und dürfen auch Schulen in der Frage des Salafismus nicht allein lassen. Mit einem Freispruch hat das überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube, da sind wir uns zumindest hier einig, dass wir diese Art von Radikalisierung weder gutheißen noch akzeptieren, sondern dass wir sie eigentlich verhindern und bekämpfen wollen. Der springende Punkt ist nur, und da komme ich wieder zu dem Durchsuchungsbeschluss zurück, wenn der rechtlich fragwürdig gestrickt war und überhaupt gar keinen Bezug hat, nicht einen einzigen Bezug hat zu der tatsächlichen Gefahrenlage. Und dann muss man sich fragen, wie ist er denn zustande gekommen und aus welcher Motivation? Dann muss man einfach sagen, sorry, das geht nicht. Also auch wenn irgendwie das IKZ mit Sicherheit irgendwie kein Kirchenchor ist und wir wissen irgendwie, dass wir das alles, was da läuft, nicht gutheißen, heißt es nicht, dass ein Rechtsstaat oder dass rechtsstaatliche Prinzipien verletzt werden dürfen. Und darum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, nein, ich habe noch zwei weitere Punkte, und das ist nämlich einfach ganz kurz irgendwie die Frage des Geheimschutzes. Wir das war einfach Unsinn, was hier. Nein. Wieso? Frau Kollegin, fahren Sie fort. Also, wenn Herr Fecker sagt, das ist ein Freispruch, niemand. Entschuldigung, ich mache einfach weiter, genau, Herr Schöpe. Die Frage des Geheimschutzes, natürlich, auch der Untersuchungsausschuss wird wieder geheimtagen und er wird wieder Akten einsehen, die nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Frage ist nur, kriegen wir da irgendwie mehr raus, und dann wird es einen Abschlussbericht geben. Und das ist nämlich das, was ich von Anfang an gesagt habe, schon in der ersten Sitzung, unmittelbar nach dem Wochenende. Ich möchte, dass der Innensenator umfassend informiert, damit keine Verunsicherung in der Bevölkerung eintritt. Und genau das hat er durchweg nicht gemacht. Das hat er durchweg nicht gemacht. Er hat irgendwie ziemlich viele Sachen erzählt, die er hinterher einräumen müsste, dass sie nicht stimmten. Und er hat sich dahingestellt mit breiter Brust und war stolz auf seinen Einsatz. Aber er hat die Bevölkerung nicht darüber aufgeklärt, was jetzt eigentlich wirklich Sinn und Ziel und Zweck, Anlass und Ergebnis des Einsatzes gewesen ist. Und das hätte man auch machen können, ohne Quellen zu gefährden und ohne Einsatzpläne oder konkrete Einsatzabläufe zu gefährden. Und ganz zum Schluss, Herr Zenner, Ihren letzten Einwand habe ich nicht verstanden, ob Bordmittel oder nicht. Irgendwie entweder Sie wollen an der Aufklärung irgendwie zu der Aufklärung beitragen oder nicht, wie Sie das machen, irgendwie das bleibt Ihnen überlassen. Danke Ihnen.